Die Wettershow. Herzlich willkommen bei der heutigen Wettershow. Ja, es ist ein typisches Allerheiligen und Allerseelenwetter, das uns auch heute erwartet. Es ist nämlich trüb und nass, aber zuerst wie immer der Blick auf die Europakarte. Und hier sehen wir schon über Mitteleuropa ein Tiefdruckgebiet, das sehr viel Feuchtigkeit mit sich bringt und auch tiefere Temperaturen. In Wien noch ein bisschen Sonne, aber auch das wird sich dann mit den nächsten Stunden ändern. Schauen wir uns die Karte an. Wir sehen, zeitweise ist es nass und es gibt sogar einen kleinen vorübergehenden Wintereinbruch. Es kann nämlich hier, dort wo es regnet, bis zu 600 Meter herabschneien. Und das ist noch nicht alles. Nach Osten hin wird der Regen schwächer, kann dann im Laufe des Nachmittags abklingen. Aber der Westen, da dominiert auf jeden Fall der Regen. Schauen wir uns das jetzt an in der 24-Stunden-Prognose. Wir sehen Temperaturen bis maximal 12 Grad und immer wieder kann es nass werden. Ähnlich im Osten auch. Auch hier vor allem in den Vormittagsstunden noch regnerisch, dann setzt sich hier die Sonne durch. Es wird aber empfindlich kühler als zuletzt bei bis zu 10 Grad Höchsttemperatur. Weiter geht es mit der 7-Tages-Prognose. Da sehen wir schon, die Temperaturen, die fallen immer weiter in eigentlich Jahreszeiten übliche Bereiche. Auch im Osten gerade mal 14 Grad, dann am Donnerstag, das ist noch das Höchste. Dann geht es wieder bergab, aber es kann dann mitunter wieder sonniger werden, also der Regen, der dürfte auf jeden Fall nicht durchgehend sein.